zeigt sich Flauschi wegen Candy? Flauschi kennt Candy jetzt schon lange. Sogar bevor Flauschi vor 5 Monaten auf die YouTuber-Insel gekommen ist, hatte er schon mit ihr zusammen ein paar Minecraft-Shorts hochgeladen gehabt. Jetzt erst vor kurzem haben sich Candy und Flauschi aber wohl zum ersten Mal im echten Leben getroffen und Candy hat einen Vlog draus gemacht und ihn hochgeladen. Wir wissen ja natürlich, dass sich Candy und Flauschi beide nicht auf YouTube zeigen. Aber könnte sich das jetzt ändern? Wird Flauschi wegen Candy ihr echtes Gesicht zeigen? Bis vor ein paar Wochen hatten Candy und Flauschi beide nur ihre Avatare auf YouTube und im Internet gezeigt. Candy ist der Junge mit den blauen Haaren und mit der bunten Mütze und Flauschi war komplett pink und mit braunen Haaren. Aber dann hatte Candy vor ein paar Wochen plötzlich ein Kurzvideo hochgeladen, in dem er sich gezeigt hat, aber man nur nicht sein Gesicht sehen konnte. Das kam wirklich plötzlich und Candy war nicht mal bunt. Jetzt hat Candy einen Vlog zusammen mit Flauschi hochgeladen. Flauschi hatte sich vor dem Vlog von Candy noch nie gezeigt. Das ist wirklich komisch. Kann es sein, dass Flauschi sich jetzt deshalb zeigen wird? Bis jetzt haben Candy und Flauschi noch nie gesagt, ob sie sich zeigen werden. Wir wissen nur, dass Candy bei 1 Million Abonnenten gegen iCrimex boxt und es natürlich sein kann, dass er sich dann dort komplett zeigt. Aber vielleicht zeigt sich Flauschi auch schon bei den 100.000 Abos. Wir wissen auf jeden Fall, dass es für beide nicht so sinnvoll wäre, sich zu zeigen. Einfach weil sie ja Gaming-YouTuber sind mit einem Charakter. Candy ist ja in echt kein bunter Junge mit blauen Haaren. Aber was denkt ihr? Hat Flauschi mit ihrem Auftreten in Candys Vlog angekündigt, dass sie sich bei den 100.000 Abos zeigen wird? Abonniert und jetzt tschüss.